So ein großer Garten ist der Traum vieler Naturliebhaber. Aber oft verunstalten unschöne Trampelpfade den liebevoll gepflegten Rasen. Ja, das sehen wir jetzt selber. Es hat sich ja hier schon vom Haus ein Trampelpfad gebildet zu meinem schönen Komposthaufen. Ja. Und ich möchte halt da jetzt eine Möglichkeit finden, also einen extra Weg speziell dahin. Ja, ja, und wenn wir schon dabei sind, dass wir halt dann auch nochmal einen extra Weg dann von der Hütte bis zum Haus eben noch. Ja, also gerade bei Wegen. Können. Genau, bei Wegen gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und ich mache Ihnen einfach ein paar schön. Vorschläge. Genau. So, Sie haben ja wirklich sehr, sehr viel Holz in Ihrem Garten. Und da ist es wirklich das fast einfachste und auch wirklich kostenlos, das billigste, wenn Sie sich einfach von dem schönen Stamm ein paar Scheiben runterschneiden und die so als Trittplatten verwenden. Das sieht sehr, sehr schön aus und kostet auch praktisch nichts. Aber wenn jetzt mein Kind barfuß läuft im Garten, ist es, kann die sich nicht da schiefer einziehen? Ja, also zum Barfußlaufen ist es nicht wirklich geeignet, das stimmt schon. Es wird auch mit der Zeit ein bisschen rutschig. Dafür ist es halt wirklich kostenlos. Und wenn Sie sich das von jemandem machen lassen, der auch gut mit der Kettensäge arbeiten kann, dann ist das kein Problem. Ah, ja. Ansonsten müsste man einfach einen Steinweg machen. Da können wir das Gleiche eben aus schönen Steinplatten machen. Ich zeige Ihnen welche. Ja. So eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist eben, das mit Naturstein-Bruchplatten zu legen. Die gibt es in allen Farben. Das Einzige, worauf Sie achten müssen beim Aussuchen, ist eben, dass sie frosthart sind. Und die legen wir einfach hier so hin. Erstmal so reinlegen. Ja, und wie viele brauche ich aber dann für diesen Weg? Wie viele Steine? Ja, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das hängt von der Schrittlänge ab. Ja, und am einfachsten ist es, Sie gehen einfach mal den Weg, den wir legen wollen, ab und zählen dabei Ihre Schritte. Ja, okay. Es ist wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie eben normale Schritte machen und nicht anfangen, wie ein Storch zu stelzen. Okay, dann fange ich jetzt an. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6. Walter Löffler markiert gleich hinter Alexandra den groben Wegverlauf mit Natursteinen aus Quarzit. Eine Grundregel lautet, leicht geschwungene Wege passen sich schöner in das natürliche Umfeld ein als schnurgerade angelegte Strecken. Danach erst werden die Lücken zwischen den markierten Steinen aufgefüllt. Der Wegverlauf wird sichtbar. Also ich finde den Weg jetzt wunderschön, bloß wenn ich jetzt Rasen mähe. Also ich weiß nicht, ich möchte da nicht dran vorbei und die Steine sind ja höher. Das ist klar, Sie haben die Steine jetzt erstmal ausgelegt und wir müssen die jetzt jeden einzelnen etwas tiefer legen noch. Okay. Mit einem Spaten sticht Walter die Rasenfläche um die unregelmäßigen Steine ab. Solche Natursteine bekommen Sie bei Naturstein vertrieben. Jetzt löst er mit einer Hacke einige Zentimeter der Grasnarbe ab. Die Höhe richtet sich nach der Dicke der Steine. Den Untergrund einebnen und die Platte einsetzen. Fertig. So. Mit vereinten Kräften geht das Plattenverlegen schneller. So, das war jetzt die allerletzte Platte. Ich denke mal, für 140 Euro hat sich das auch gelohnt, oder? Ja, ich finde es wunderschön, auch den Weg eben. Und was machen wir aber jetzt mit dem Weg vom Komposthaufen zum Haus? Ja, da habe ich ganz was Neues für Sie. Und zwar sind es solche Rasenschutzgitter aus Kunststoff. Die sind flexibel, passen sich also dem Boden an. Das muss man wirklich einfach nur auf den Rasen oben drauf legen. Deswegen heißt es auch on top. Und zusammenklicken. Und schon gibt es einen Weg. Und nach ein paar Wochen ist der wirklich eingewachsen. So. Einfach und auch noch günstig. Für 5 Euro pro Quadratmeter können sich auch Ungeübte mit diesem Stecksystem einen Weg in den Garten legen. So, wenn Sie sich jetzt ein paar Wochen gedulden, dann ist es auch eingetreten und von unten durchgewachsen, dann werden Sie von dem Gitter praktisch gar nichts mehr sehen. Ui, schön, das ist ja klasse. Ja. Das Ende eines arbeitsreichen Tages. Trampelpfad Ade. Zwei Wege im Garten von Alexandra Lessmeister schonen jetzt den Rasen.